Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum heutigen Kapitalmarktdialog begrüßen. September 2018, 10 Jahre nach Lehman Brothers. Vieles passiert, manches hat sich verbessert, vieles ist gleich geblieben. Manches hat sich aber auch wirklich strukturell nachhaltig so geändert, dass wir genauer hinschauen müssen. Dementsprechend ein kurzer Blick zurück, eine Analyse der aktuellen Situation und natürlich abschließend der ein oder andere Gedanke zur Portfoliokonstruktion aus der Perspektive eines privaten Anlegers. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Nutzen Sie hierzu bitte die Funktion der Software. Und sofern es an der konkreten Stelle passt, gehe ich direkt auf die Frage ein. Sofern es an späterer Stelle Sinn macht, werde ich das dann aufnehmen und abschließend natürlich noch die Möglichkeit, in einer Fragerunde wirklich auf alle Punkte einzugehen. Wir steigen direkt ein, 10 Jahre nach der Krise. Wie sieht eigentlich unser Big Picture aus? Und wir kommen natürlich zum Thema Schulden, weil ich glaube, das ist ja auch ein dominierendes Thema in den Rückblicken, in den Analysen, die wir jetzt vielfältig lesen konnten. Und dementsprechend hier eine schöne Darstellung, die mal zeigt, wie sich die Schulden entwickelt haben in dunkelblau. Das für die etablierten Volkswirtschaften hier in dunkelblau, für das hellblau, das sehen wir für die Entwicklungsländer, die sogenannten Emerging Markets. Und was Sie sehr gut feststellen können, ist, dass wir auch nach der Krise hier eher das Thema Schuldenaufbau gesehen haben, sowohl in den Industrienationen als auch in den Schwellenländern. Der Grund, relativ einfach, die Staaten haben darauf reagiert, dass wir Stress im Finanzsystem hatten. Teilweise mussten Banken gerettet werden, das heißt Schulden und Probleme, die wir im privaten Sektor hatten, also beispielsweise im Finanzsektor, die wurden auf den öffentlichen Sektor transferiert. Teilweise mussten die Staaten direkt die Banken übernehmen und privatisieren. Teilweise hat das Ganze über Rettungsschirme funktioniert. Teilweise haben das die nationalen Notenbanken übernommen. Aber wir sehen alles in allem, dass wir Rettungsmaßnahmen hatten, um das System zu stützen, um dafür Sorge zu tragen, dass auch immer noch Geld aus dem Geldautomat kommt. Und auf der anderen Seite im Nachgang natürlich im Konjunkturprogramme, die typischerweise auch über Schulden finanziert wurden, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen, um die größten Effekte auf die Realwirtschaft zu vermeiden, um eben letztendlich aus dieser Finanzkrise, aus diesem deflationären Schock, der ja wirklich dramatisch war, eben keine globale Wirtschaftskrise werden zu lassen und dementsprechend die ganzen Ergebnisse hier zu glätten. Das hat ganz gut funktioniert, muss man ganz klar festhalten. Man hat die Laufzeit der Krise, die Dauer relativ gut reduzieren können. Ich habe das hier damals in Darmstadt symptomatisch festgestellt. Man kam oben aus dem Büro und hat sich gerade die Kongressabstimmung in den USA angehört, ob und inwieweit die Banken gerettet werden sollen. Also relativ dramatisch. Und dann kam man hier zum örtlichen Mexikaner dienstagsabends und da gab es nicht mal einen Platz, der frei war. Und da hat man schon ganz gut festgestellt, vieles, was damals als Krise wahrgenommen wurde, haben Teile der Gesellschaft gar nicht wahrgenommen. Es war ein bisschen Kurzarbeit, es war ein bisschen Abwrackprämie, aber viel war doch Business as usual. Und die vielen Aspekte, die im Hintergrund stattgefunden haben, die wurden erst im Nachhinein über Bücher und entsprechende Analysen hier verortet. Aber festzuhalten bleibt ganz klar, die Schulden sind eher gestiegen anstatt gefallen. Das gilt sowohl für die aufstrebenden Volkswirtschaften als auch für die entwickelten Industrienationen. Teilweise haben wir auch einfach eine Umschuldung innerhalb der verschiedenen Sektoren gesehen. Ich habe Ihnen das hier mal exemplarisch mitgebracht, weil ja auch der Auslöser der Krise oder ein Symptom der vielfältigen Ungleichgewichte, das war ja der US-Immobilienmarkt. Und dementsprechend sehen Sie mal hier den Schuldendienst eines US-Haushaltes in Prozent seines verfügbaren Einkommens. Also wie viel Prozent des Geldes, was mir zur Verfügung steht, muss ich nutzen, um Schulden zu bedienen. Das sind natürlich vornehmlich auch Immobilienkredite. Und Sie sehen, das ist relativ ordentlich angestiegen von den 2000er Jahren. Eben dann bis zur Finanzkrise hat das einen relativ hohen Wert eingenommen. Dann sehen wir im Endeffekt, wie das hier dramatisch verfällt. Also sprich, die Haushalte haben auch entschuldet. Vereinfacht gesprochen hat man eben den Schlüssel für die Immobilie einfach bei der Bank in den Briefkasten geworfen und das Thema war es dann. Und dann mussten eben die Schulden vom Banken- und Finanzsystem über die Staaten und auch die Notenbanken entsprechend hier konsolidiert werden. Also so hat man das Ganze damals dargestellt und wir sehen momentan auch, dass natürlich das Thema Schulden auch weiterhin auf einem sehr, sehr hohen Niveau ist. Dementsprechend ist auch nochmal hier in der Übersicht, Sie sehen hier jeweils die Kredite an den privaten, nicht finanziellen Sektor für verschiedene
Länder, also hier in Türkisblau die USA. Da sehen Sie auch nochmal diesen Anstieg der Schulden in Relation zur Wirtschaftsleistung bis zur Hypotheken- und Finanzkrise. Wir sehen das auch für andere Länder dementsprechend nochmal historisch, wenn Sie mal genau hinschauen. Sie erinnern sich damals Japan, da gab es ja eine riesen Immobilienpreisblase. Und da sehen Sie auch diesen Anstieg hier der Schulden entsprechend, der dann sich auch über ja fast 20 Jahre hier wieder reduziert hat. Und Sie sehen schon hier in Grau dargestellt, der Elefant so ein bisschen hier im Porzellanladen, der ist China. Das sehen wir hier. Also die Kredite an den privaten, nicht finanziellen Sektor, sowas haben wir bisher in der jüngeren Menschheitsgeschichte noch nicht gesehen. Und die Frage stellt sich natürlich, wie wird sich das Thema auflösen? China hat ja auch mit demografischen Problemen zu tun. Wir sehen eine Überschuldung im Unternehmenssektor, der auch von politischer Seite erkannt wurde. Man hat damals den Versuch gestartet, die Unternehmensbilanzen zu verbessern, indem man versucht hat, den Aktienmarkt hier zu stärken. Das hat dann nicht so gut funktioniert, weil es zu Aussetzungen kam und letztendlich auch einem Verhalten, was natürlich nicht dazu geeignet ist, Investoren jetzt groß anzusprechen. Also dieses Thema Schulden im privaten Sektor in China, das ist ein Aspekt, der uns jetzt schon seit vielen, vielen Jahren begleitet. Aber Sie stellen auch fest, wir reden darüber eigentlich seit den Jahren 2010, 2011, 2012. Wenn Sie darauf Ihre Anlagestrategie abgestellt haben, dass es in China Geisterstädte gibt, dass wir extrem hohe Schulden in China im privaten Sektor haben, dann haben Sie unheimlich viel von der positiven Marktentwicklung verpasst, die wir in den verschiedenen Vermögensklassen gesehen haben. Also, das Thema Schulden begleitet uns weiterhin und wir wissen ja am aktuellen Beispiel Japan, Japan lebt schon sehr, sehr lange mit hohen Schulden. Aber hier mal noch ein längeres Beispiel, das ist jetzt für Großbritannien, geht zurück bis ins Jahr 1700 und da sehen Sie auch mal die Entwicklung der Schulden und worum es mir geht, ist vor allem, wenn wir uns das anschauen, mal hier vom Jahr 1900 bis ja irgendwie 1970 ein extrem hohes Schuldenniveau, also 60, 70 Jahre sehr, sehr hohe Verschuldung. Also Sie sehen schon, Staaten können sehr, sehr lange mit hohen Schulden leben und dementsprechend müssen wir das Thema Schulden natürlich präsent haben. Weil Schulden können deflationär wirken, Schulden können das Wachstum für die Zukunft reduzieren. Also Schulden, sofern sie auf einem überhöhten Niveau sind, können vielfältige Folgen haben, insbesondere natürlich auch in Krisen. Aber die Problematik ist hier natürlich ganz klar in der täglichen Anlagestrategie, auch in der Anlagestrategie, die vielleicht auf 5 oder 10 Jahre abgestellt wird, dieses Thema so zu integrieren, dass es irgendwo sinnvoll ist, weil Sie sehen schon, es sind sehr, sehr lange Zeiträume. Und dementsprechend, man muss das Thema Schulden auf dem Schirm haben, aber die Auswirkungen auf die konkrete Anlagestrategie, die muss man wirklich im Detail durchdenken. Einfach hier pauschal zu sagen, die Schulden sind hoch, deswegen kaufen wir keine Staatsanleihen, das greift mit Sicherheit ein bisschen zu kurz. Oder auch die Argumentation, hohe Schulden, das kann ja nur Deflation geben und die Zinsen können nie mehr steigen. Da belehrt uns ja gerade die USA eines Besseren. Wir sehen eben wieder Wachstum, man sieht eben wieder steigende Zinsen. Also, das alles in einem Umfeld, wo die Zinsen ja doch deutlich höher sind als die damaligen Analysen und Prognosen. Für uns als Anleger heißt es aber nichts anderes, dass wir zunehmend damit konfrontiert sind, dass wir aufgrund der hohen Schulden keine auskömmlichen Zinsen und Renditen erwarten können. Dementsprechend hier nochmal für Sie im Zeitablauf das Ganze dargestellt. Als Reaktion auf die Krise sehr, sehr niedrige Zinsen durch die verschiedenen Notenbanken. Diese niedrigen Zinsen haben auch die Preise von defensiven Vermögensklassen wie Bundesanleihen und Pfandbriefen steigen lassen, also sind die Renditen gefallen. Danach hat sich die Nachfrage auf Unternehmensanleihen guter Bonität, auf Unternehmensanleihen schwächerer Bonität ausgeweitet. Auch dort sind die Preise gestiegen, die Renditen sind entsprechend gefallen. Und mittlerweile sehen Sie Ausweichmechanismen in exotische Bereiche der festverzinslichen Märkte, das Thema Direct Lending, also direkte Kredite, sei es auf institutioneller Basis über Fonds, sei es über Peer-to-Peer-Plattformen im Internet, heute für Privatanleger. Das sind Themen, die wir hier sehen. Man sieht, dass verstärkt in Vermögenswerte investiert wird, die offensichtlich keine Schwankungen haben, wie beispielsweise Immobilien, weil da die Preise einfach sehr, sehr selten gemessen werden. Und wenn Sie keine Preise messen, dann haben Sie auch keine Schwankungen, das Thema Infrastruktur ist sehr stark en vogue. Also wir sehen aufgrund dieser niedrigen Renditen massive Ausweichmanöver hier der Anleger und auf der anderen Seite die Problematik der Finanzierung von Garantien und Zusagen aus Phasen, wo wir höhere Zinsen haben, die momentan ganz massiv. Eine Vielzahl von Pensionskassen steht unter Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Wir sehen
Lebensversicherer mit großen Problemen. Wir sehen die Versorgungswerke der Steuerberater, Rechtsanwälte und Freiberufler, bei denen entsprechende Leistungskürzungen auch natürlich vorgenommen werden müssen. Also, das sind alles Probleme, die mit dem Thema niedrige Zinsen zusammenhängen, und da sind wir heute. Und ich kann nur jedem von Ihnen raten, die aktuelle Zinssituation auf seine persönliche Ruhestandsplanung und Finanzplanung hin mal hin zu überprüfen. Im Gegensatz zu einem temporären Rückgang von 10 oder 15% am Aktienmarkt oder auch dem DAX, den man ja gerne in Deutschland in den Fokus stellt, sind das wirklich Probleme, die breite Bevölkerungsschichten ganz massiv treffen. Müssen uns klar machen, wenn Sie heute einen 65-Jährigen haben, dessen Rente um 100 oder machen wir es anders, doch um 100 Euro gekürzt wird, dann reden wir hier über einen Gegenwert von ungefähr 25.000 bis 30.000 Euro. Und das ist eben schon eine extrem hohe Größenordnung, die wir berücksichtigen müssen. Irgendwann, auch das wird ein Thema sein, Rentenansprüche sind nicht finanzierbar. Die sind natürlich vor allem nicht finanzierbar, so wie es sich die Politik manchmal im Wahlkampf vorstellt. Also es wird noch ein sehr, sehr spannendes Thema werden mit der demografischen Entwicklung. Wenn die geburtenstarken Jahrgänge, die sogenannten Babyboomer, in den Ruhestand gehen, dann werden eben aus abstrakten Renten Zusagen, die bisher nichts gekostet haben, harte Zahlungsverpflichtungen, die den Haushalt belasten. Und das wird natürlich noch ein sehr, sehr spannendes Thema werden. Meines Erachtens, wir leben ja glücklicherweise in einer Demokratie. Und in dem Umfeld, wo eine Vielzahl der Wähler entweder im Ruhestand ist oder sich im ruhestandsnahen Alter befindet, wird es keine offensichtlichen Rentenkürzungen geben. Man wird das ein bisschen durch Steuerveränderungen machen, wie dem Alterseinkünftegesetz. Man wird weitere Anpassungen vornehmen, aber zu viel Anpassungen wird es offensichtlich nicht geben. Das wird unterschwellig passieren. Und die Lücken, die eben im Haushalt dann mal da sein können, wenn die Konjunktur nicht mehr so auf Hochdampf läuft wie aktuell, die wird man eben über Schulden finanzieren, um hier das soziale Gefüge stabil zu halten und natürlich entsprechend auch die Wählerstimmen zu sichern. Das heißt aber auch gleichzeitig, dass wir uns beim Thema Zinsen explizit in der Eurozone nicht viel erwarten dürfen. Diese Übersicht zeigt Ihnen mal für verschiedene Vermögensklassen, die Sie hier links dargestellt sehen, die Renditen, die es gab zu verschiedenen Zeitpunkten. Eben in dunkelblau zum 01.01.2003, in grau zu Beginn des Jahres 2007 und in rot eben mit den Schlusskursen von gestern. Und da sehen Sie schon ganz massiv, wie wir da zurückgekommen sind. Hochzinsanleihen von 13% pro Jahr auf 3,7%. Unternehmensanleihen Eurozone 4,9% auf 1,4. Staatsanleihen von 4,2 auf 0,5. Und das ist natürlich schon eine extrem hohe Größenordnung, was wir hier im Zinsverfall gesehen haben. Auch insbesondere natürlich in den Anleihensegmenten, insbesondere auch nochmal in der Eurozone. Und das erklärt natürlich auch, warum alle Versorgungsträger, die schwerpunktmäßig zinsbasiert anlegen, momentan vor so großen Problemen stehen. Also, das ist die aktuelle Situation. Und hier wird auch mal deutlich, das sind die offiziellen 12-Monats-Zinsen, die am Geldmarkt notiert werden, abzüglich der offiziellen Inflationsrate für drei Länder, einmal Deutschland, einmal UK und einmal die USA. Und Sie sehen, dass wir zum Beispiel für Deutschland haben wir hier einen Realzins, der bei -2% liegt. Das heißt, Geld, was hier entsprechend zu Null auf dem Konto liegt, abzüglich der offiziellen Inflationsrate, hat eben keine Chance, die Kaufkraft zu erhalten. Wir sehen aber auch, dass, obwohl in den USA die Zinsen gestiegen sind, es gab jetzt einige Zinserhöhungen, wir dennoch die Thematik haben, dass sich am Realzins im Vergleich zuvor, nehmen wir mal das Jahr 2016 hier zum Stichpunkt oder auch hier im Jahr 2015 oder auch wenn wir hier zurückgehen mal, Stichpunkt 2014, hat sich nicht so viel geändert, weil wir haben zwar steigende Zinsen gesehen, die Inflation ist aber auch gestiegen, dementsprechend der Realzins hat sich nicht viel geändert, die finanziellen Umstände sind immer noch relativ locker. Und das befeuert natürlich die Märkte für Immobilien, für weitere Vermögensklassen. Klar, bei negativen Realzinsen werde ich natürlich mein Geld nicht auf dem Konto liegen lassen, sondern es eben irgendwie investieren. Ich werde auch relativ günstig Kredite aufnehmen, um Investitionen zu finanzieren. Und so erklären sich eben dann auch Bewertungen, wie wir sie beispielsweise am deutschen Immobilienmarkt aktuell vorfinden. Das heißt im Fazit, die globale Verschuldung ist gestiegen. In Sachen Schulden ist nichts gelöst. Wir haben im maximalen Fall eine Verschiebung zwischen den einzelnen Sektoren gesehen, also vom Privatsektor auf den staatlichen Sektor. Wir wissen, dass hohe Schulden niedrige Zinsen erfordern, weil der Staat sich am Ende des Tages ja auch finanzieren muss, um beispielsweise Effekte der demografischen Entwicklung zu finanzieren, respektive um auch Konjunkturprogramme zu finanzieren, die in der nächsten Rezession auch mal wieder nötig werden.
Wir haben eine Entwicklung in China, die noch sehr, sehr spannend werden wird. Da gibt es keine historische Blaupause. Man wird sehen, ob die Planwirtschaft in China das Ganze besser steuert als die Marktwirtschaften im Westen. Da kann man sich noch kein Urteil erlauben. Aber auch hier gilt, wie gesagt, als Feedback für die Anlagestrategie, die Rückkopplung ist relativ schwierig, weil Schulden ein sehr, sehr langfristiges Thema sind und auch die Effekte relativ schwer abzugreifen sind. Das heißt, wir haben auf der einen Seite einen theoretischen deflationären, disinflationären Trend durch die hohen Schulden. Wir haben auf der anderen Seite vielleicht eher inflationäre Wirkungen durch die niedrigen Zinsen und die Notenbankinterventionen und vielleicht gleichen sich diese beiden Effekte auch einfach aus und dementsprechend, wer sich da als Anleger zu sehr auf Deflation durch hohe Schulden oder zu inflationär aufgrund Gelddruckens in Anführungsstrichen formuliert, positioniert, der ist dann vielleicht doch ein bisschen einseitig aufgestellt. Also, das zum Big Picture. Gucken wir nun mal in die Konjunktur in die USA. Großes Thema, deswegen starte ich damit. Die Zinsstrukturkurve in den USA als Rezessionsindikator. Vereinfacht gesprochen, schaut man sich hier die Zinsdifferenz zwischen den kurzfristigen Zinsen, da nimmt man typischerweise die 2 Jahre, und den 10-jährigen Zinsen, also jeweils für die Renditen der Staatsanleihen an. Und das sehen Sie hier mal abgebildet, hier in diesem Türkisblau. Und da sehen Sie, diese Differenz ist schon ordentlich zurückgekommen, läuft so ein bisschen auf die Nulllinie zu. Und noch dazu, diese grauen Balken, das sind Rezessionen. Und da sehen Sie, oh, Zinsstrukturkurve wurde invers, wir haben eine Rezession. Auch 2000er Jahre Zinsstrukturkurve invers, wir haben eine Rezession. Sie sehen es hier vor der Finanzkrise, inverse Zinsstrukturkurve, Rezession. Und jetzt laufen wir eben wieder auf eine inverse Zinsstrukturkurve raus. Wie war es in der langfristigen Statistik? Auch das habe ich Ihnen mal mitgebracht. Historisch sehen wir dann ja 100% Zusammenhang. Also sprich, hier sehen Sie jeweils, wann hat die Inversion der Zinsstrukturkurve begonnen? In dem Beispiel Juli 69. Und dann sehen Sie, wann hat die Rezession begonnen? In dem Beispiel Januar 1970. Also sprich, 6 Monate bevor die Rezession begonnen hat, wurde die Zinsstrukturkurve invers. Aber Sie können auch hier schon sehen, da gibt es kein klares Muster. Mal hatten wir 5 Monate vom Zeitpunkt der Inversion der Zinsstrukturkurve bis zum Beginn der Rezession. Mal hatten wir 17 Monate. Also ja, es macht Sinn, auf die Zinsstrukturkurve zu schauen. Und sie sollte natürlich im Rahmen der Anlagestrategie eher zu etwas Vorsicht mahnen, aber sie jetzt als singulären Indikator zu nutzen, um jetzt die Aktienquote oder die Quote an wachstumsorientierten Vermögensklassen massiv nach unten zu nehmen, dafür langt es noch nicht. Dazu muss man auch auf die anderen volkswirtschaftlichen Daten schauen, aber ganz klar, inverse Zinsstrukturkurve wird ein Thema sein, was Sie in den Medien und den Analysen in den nächsten Monaten immer mal begleiten wird. Dementsprechend hier mal auch die Einordnung aus dem historischen Kontext. Aktuell muss man aber sagen, Sie sind hier, Wirtschaftsstimmung in den USA gemessen in Türkisblau, Bruttoinlandsproduktentwicklung in Dunkelblau und da sehen Sie schon, wir sind überall komfortabel über der Nulllinie, die Wirtschaftsleistung bewegt sich nach oben, die Wirtschaftsstimmung ist gut, also sprich, momentan sieht das gut aus. Auch der Leading Index, der die Wirtschaftsleistung in den USA zusammenfasst, der ist momentan auf einem sehr, sehr soliden Niveau. Dementsprechend kann man, glaube ich, momentan konstatieren, die US-Wirtschaft läuft noch, hat die Tendenz zu überschießen, weil wir durch das Fiskalprogramm, durch die Steuersenkung und ähnliches eine Konjunktur stimulieren, die ohnehin schon sehr positiv gelaufen ist. Aber Donald Trump wollte das ebenso und dementsprechend haben wir natürlich die Thematik, dass wir Überhitzungstendenzen sehen können. Das Thema Überhitzung sehen wir bei den Inflationsdaten noch nicht. Sie sehen hier die Inflationsrate, die alle Werte beinhaltet, die sogenannte Headline-Inflation, die liegt bei 2,7. Die Kerninflationsrate, die schwankungsreiche Segmente ausgliedert, wie beispielsweise Energie und Nahrungsmittel, liegt bei 2,2. Also da sehen wir schon, die Inflationsrate ist angestiegen in den USA, aber noch auf keinem jetzt überhöhten Niveau von jenseits der 3%. Also auch die Inflation und vor allem die strukturelle Inflation, die sogenannte Kerninflationsrate, die bestätigt eigentlich, dass die USA strukturell sich da auf einem vernünftigen Weg befinden. Und wenn Sie das jetzt kombinieren mit dem Thema Zinsstrukturkurve und Inversion, dann wäre es ja auch relativ logisch, dass wir nach diesem sehr schönen konjunkturellen Anstieg, nach den positiven Überraschungen, die wir ja auch gesehen haben, irgendwann mal eine Abkühlung bekommen müssen, die auch irgendwann zu einer Rezession führt. Und dementsprechend kann man dann auch in, ich weiß nicht, 6, 12, 18, 24 Monaten sagen, ja,
Eine Inversion der Zinsstrukturkurve war ein Rezessionsindikator. Die Frage, die Ihnen aber leider niemand beantworten kann, ist, war sie 6 Monate im Vorlauf oder war sie 18, 20 Monate im Vorlauf? Und dementsprechend der Nutzen als Timing-Indikator für die Anlagestrategie sehr, sehr stark in Frage zu stellen. Also, soweit zu den USA. Wenn wir nach Europa schauen, kann man, glaube ich, weiterhin sagen, die Stimmung ist oft schlechter als die Lage. Das gilt insgesamt für Deutschland. Der Konjunkturklimaindex, der oft herangezogen wird, der wird vom ifo-Institut berechnet. Auch hier sehen Sie Werte oberhalb der 100 Punkte, also alles im grünen Bereich. Aktuelle Lage in Rot dargestellt, sehr, sehr positiv. Also sind wir auf einem ungewöhnlich hohen Niveau. Klar, die Zinsen für Deutschland sind viel zu niedrig. Das ist natürlich gut für die Konjunktur und die Bauwirtschaft. Der Euro ist natürlich für die deutsche Wirtschaft ebenfalls viel zu schwach. Das ist toll für den Export. Und die Lohnzurückhaltung, die wir lange gesehen haben und auch die Nachwirkungen der Arbeitsmarktreformen damals von Kanzler Schröder, die wirken eben auch noch nach. Dementsprechend ja Deutschland ja in einer hervorragenden Situation, zumindest aktuell. Und Sie sehen es auch, die Erwartungen sind eben etwas schwächer. Da gibt es eine ordentliche Differenz zwischen den Erwartungen und der aktuellen Lage. Aber alles in allem, der zusammengefasste Konjunkturindikator in Türkisblau. Sie sehen das hier, wenn Sie mal sich das aktuelle Niveau anschauen und gehen mal zurück, also historisch auf einem guten Niveau. Italien, das muss man ganz klar festhalten, das bleibt unser Sorgenkind. Sie können das hier feststellen. Sie sehen hier im oberen Chart die Renditen, die sich verändert haben seit dem Beginn dieses Jahres. 100 Basispunkte sind 1%. Das heißt, dieser blaue Balken nach oben bedeutet nichts anderes, als die Renditen, dass die Renditen zehnjähriger Staatsanleihen von Italien in diesem Kalenderjahr um 0,82% gestiegen sind. Und da stellen Sie schon fest, die Dimension ist doch deutlich höher als beispielsweise hier in Deutschland. Da sind die Renditen auch gestiegen, aber nur ein bisschen. Frankreich auch nur ein bisschen gestiegen. Ja, in Spanien sind die Renditen sogar zurückgekommen. In Irland ja minimal gestiegen. Also man sieht schon Divergenz in der Eurozone. Man schaut sehr, sehr skeptisch auf Italien. Auf der anderen Seite sind wir vom Zinsniveau her deutlich von dem entfernt, wo man die Todeszone sieht. Die schätzt man so bei 7%. Und da ist selbst für Italien, sehen Sie es ja, 10-jährige Renditen liegen bei 2,8%. Also sprich, da ist noch Luft und natürlich ist auch noch weiter Spielraum über die italienische Notenbank hier, das Ganze zu steuern im Korsett der Europäischen Zentralbank. Also Bella Italia bleibt unser Sorgenkind. Man wird jetzt schauen, was genau passiert, aber eine systemische Krise ausgehend von Italien ist momentan da nicht festzustellen. Inflation in der Eurozone, niedrige Zinsen, steigende Inflationsrate, das haben wir ein bisschen gesehen. Wir sind so ein bisschen raus aus diesem desinflationären, deflationären Schock, den wir hier mal hatten, weil auch damals die Ölpreise sehr, sehr niedrig waren. Das hat sich alles relativiert. Aber diese Differenz zwischen der Inflationsrate, die auch Energie und Tabak und Nahrungsmittel beinhaltet, und der Kerninflationsrate, die eher auf die strukturellen Themen abstellt, da sehen wir eben doch deutlich auch den Unterschied zur USA. In den USA, dass strukturell alles in Anführungsstrichen gesünder aufgestellt. Und wenn wir hier in Europa schauen, Kerninflationsrate deutlich vom Inflationsziel der Notenbank entfernt. Die Inflationserwartungen, die am Kapitalmarkt gehandelt werden und aus den Inflationsswaps abgeleitet werden können, auch deutlich unter dem Niveau von 2%. Dementsprechend ja, auch die Europäische Zentralbank wird mal Zinsen erhöhen. Aber meine Damen und Herren, da müssen wir uns klar sein, die Zinserhöhungen werden niedriger sein, als die aktuelle Inflationsrate sich darstellt. Also sprich, die negativen Realzinsen werden uns erhalten bleiben und negative Realzinsen, die sind natürlich ein Argument dafür, ganz ordentlich zwischen der Rücklage zu trennen, also Gelder für den nächsten Urlaub, die ohnehin anstehende Investitionen und der Kapitalanlage, eben Gelder, die langfristig 3 Jahre aufwärts für Investitionszwecke oder auch die Altersvorsorge und weitere Vermögensbildungsmaßnahmen weggelegt werden sollten. Also, Fazit: keine Hoffnung auf steigende Zinsen, Realzinsen auf einem Niveau, dass Sie es als Sparer als auskömmlich erachten werden. Die sind in der Eurozone auf absehbare Zeit nicht zu erwarten. Wenn Sie sagen, ich investiere in den USA, da sind die Zinsen höher, haben Sie das Problem, dass wenn Sie das Währungsrisiko absichern wollen, dann haben Sie Kosten zwischen 2,5 und 3%. Damit sind Sie dann auch wieder 0 auf 0, respektive im negativen Bereich. Also sprich,
Investitionen in Währungsräume mit höheren Zinsen macht nur Sinn, wenn man auf das Währungsabsicherungsgeschäft verzichtet. Und dann haben Sie allerdings eine Risikoposition, die natürlich sich deutlich höher darstellt, weil Sie eben noch die Wechselkursrisiken noch mit berücksichtigen müssen. Dementsprechend der Anlagenotstand, insbesondere in der Eurozone, in Euro gehandelt Vermögenswert auf einem extrem hohen Niveau. Wir haben quasi keine auskömmlichen Zinsen. Wir haben eine Inflationsrate gesehen, die ansteigt. In den USA sieht es schon ein bisschen besser aus. Wir haben seit längerer Zeit erstmalig wieder mit kurzlaufenden US-Staatsanleihen nach Inflation die schwarze Null. Und dieses Thema schwarze Null, ein Realzins, der nicht negativ ist, der verändert natürlich die Perspektive der Marktteilnehmer auf Vermögensklassen, die Risiken tragen. Weil wenn man skeptisch wird, was die Konjunktur betrifft, was das Wachstum betrifft, was geopolitische Störfeuer angeht, dann ist es natürlich entspannter, sich an die Seitenlinie zu stellen, wenn man real kein Geld verliert, weil man sein Geld eben entspannt in zweijährigen US-Staatsanleihen parkt und sagt, okay, wir halten jetzt mal hier unsere Werte, bekommen 2,5% Zins und warten jetzt mal, was mit Trump, Handelskriegen, Brexit und Co. so passiert. Wie gesagt, USA, ganz andere Perspektive als Euro-Perspektive. Im Euroraum realer Kapitalerhalt im Gegensatz zu den USA mit klassischen Anleihen rechnerisch unmöglich. In Rückrechnung hat das super funktioniert, aber für die Zukunft mathematisch unmöglich. Deswegen die angesprochene Trennung zwischen Rücklage und Kapitalanlage essentiell. Und insbesondere haben wir ein großes Fehlerpotenzial im defensiven Bereich. Also sprich, wenn Gelder defensiv allokiert werden sollen, da ist momentan sehr, sehr großer Aufwand notwendig. Da ist momentan viel an Instrumenteneinsatz erforderlich, um die negativen Aspekte, die wir hier momentan sehen, eben zu kompensieren. Also sprich, früher war der offensive Bereich eher ein bisschen schwieriger, heute ist der defensive Bereich wirklich herausfordernd. Da muss man schon etwas tiefer in die Trickkiste greifen im Mix der Vermögensklassen, um hier rechnerisch überhaupt noch die Chance zu haben, einen realen Kapitalerhalt nach Steuern und der Inflation hier entsprechend zu generieren. Kommen wir zu den aktuellen Problemfeldern. Ich habe mal die wichtigsten rausgegriffen, um die zu reflektieren. Das eine natürlich ganz klar Preisblasen. Und Sie wissen das, Volkswirtschaft, erstes Semester, ist der Zins zu niedrig, dann kommt es zu Fehlallokationen von Kapital. Und deswegen, man sieht ja mal sehr schön dargestellt auf der Zeitachse verschiedene Preisblasen, die man gesehen hat. Also man hat jeweils einen Vermögenswert genommen. Ich fange hier mal an, das ist der Goldpreis pro Unze. Den hat man auf 100 normiert, damit man es immer auch schön vergleichen kann, also indexiert. Und dann sehen Sie im Endeffekt, Gold hat sich quasi im Preis verfünffacht. Dann ist damals dann die Preisblase geplatzt und der Wert hat sich wieder massiv reduziert. Ja. Dann hatten wir damals in Japan große Euphorie. Der japanische Aktienmarkt gemessen am Nikkei hat sich verfünfeinhalbfacht, fast versechsfacht. Die Blase ist geplatzt. So. Und das haben wir jetzt eben hier für verschiedene Märkte und hier sehen wir es auch nochmal im Rahmen der Finanzkrise. Es war ein Index, der Aktien aus dem US-Immobilienmarkt zusammenfasst. Auch da sehen Sie große Blase, massiver Kursanstieg ist geplatzt. Und aktuell das hier in grün, das ist der Dow Jones Internet Commerce Index. Ich will jetzt nicht sagen, dass das auch eine Preisblase ist, aber man muss natürlich sich mal die Frage stellen, ob auch für vernünftige Geschäftsmodelle heute Preise bezahlt werden, die vielleicht etwas zu viel Euphorie hier beinhalten. Warum ist das für uns Anleger relevant? Klar, wenn wir zu viel bezahlen für den erwarteten Gewinn, dann haben wir natürlich erstens das Risiko von starken Rückschlägen. Zweitens dauert es dann typischerweise sehr lange, um die Verluste aufzufangen. Der Nasdaq damals hat von der Platzen der Tech-Bubble Anfang der 2000er Jahre fast 17 Jahre gebraucht, um sein ursprüngliches Niveau wieder zu erreichen. Also 17 Jahre Dauer, um auf das ursprüngliche Niveau zu kommen und dementsprechend auch in der heutigen Zeit sich klarzumachen, wir haben hier natürlich Probleme in einzelnen Segmenten, sofern es hier enttäuschte Erwartungen gibt. Ein zweites großes Thema ist das Thema Herdenverhalten. Wir sehen das insbesondere seit der Finanzkrise. Sie sehen es hier mal dargestellt, die Verteilung vereinfacht gesprochen von aktiven Strategien, also aktiven Investmentfonds. Die haben damals noch 85% der Vermögenswerte gemanagt und 15% der Vermögenswerte lagen in passiven Fonds, entweder Indexfonds, die börsengehandelt waren oder nicht.
börsennotierten Indexfonds fast 15%. Und wenn Sie jetzt mal hier schauen, Ende 2017 sehen wir, dass der Anteil von passiv verwalteten Instrumenten von eben 15 auf 35% gestiegen ist. Also hat sich mehr als verdoppelt. Und wenn Sie sich mal tiefer mit der Gewichtungs- und Berechnungslogik von marktkapitalisierungsgewichteten Indizes beschäftigen, dann wissen Sie, dass immer die Vermögensklassen und die Sektoren im Aktienmarkt umso höher gewichtet sind, je besser sie gelaufen sind. Also sprich, bevor die Blase in Japan geplatzt ist, da waren eben die Immobilientitel sehr, sehr stark im Index vertreten. Vor der Finanzkrise waren eben die Aktien aus dem Bereich der Finanz- und Banktitel extrem hoch gewichtet. Momentan, das sehen Sie auch sehr gut, sehen Sie, dass Technologietitel stärker gewichtet werden. Also das ist eine ganz normale Entwicklung, dass die Sektoren, die überdurchschnittlich stark gelaufen sind, dann noch in die Indizes aufrücken, dass die Aktien, die besonders stark sich entwickeln, eine hohe Marktkapitalisierung haben, auch stärker im Index gewichtet sind. Und das ist sehr, sehr schön, solange natürlich dieser Trend läuft. Aber wenn dieser Trend bricht, dann haben Sie tendenziell natürlich eine sehr geringe oder eine geringere Risikostreuung im Portfolio. Und diese geringere Risikostreuung, die macht sich dann bemerkbar in Form von unangenehmen Rückschlägen. Deswegen, man muss sich immer klar machen, auch Indexfonds, die ein tolles Instrument sind, die sind nicht so passiv, weil die behalten nicht ihre Kennzahlen, sondern ein DAX-Index aus dem Jahr 2000 hat relativ wenig mit einem DAX-Index vom 24. September 2018 zu tun. Anschaulich wird das Ganze auch bei Indizes im Anleihebereich, wo die Staaten, die die meisten Schulden begeben haben, am höchsten gewichtet sind. Also der Schuldner, der die meisten Schulden begibt, der wird am höchsten gewichtet. Das heißt, ich investiere prozyklisch in die höchsten Schuldner mit rein. Das ist ganz toll, solange der Rentenmarkt funktioniert, solange Kreditrisiken nicht relevant sind, solange die Zinsen fallen und ich Kursgewinne erziele. Aber das ändert sich natürlich schlagartig, wenn der Wind am Rentenmarkt mal dreht, weil beispielsweise die Notenbanken ihre Bilanzen nicht mehr ausweiten, sondern schrumpfen, weil beispielsweise Zinsen nicht mehr fallen, sondern leicht steigen. Und dann haben Sie hier natürlich ganz, ganz andere Kennzahlen. Und dementsprechend der Blick durch die Hülle der Instrumente, seien es aktive Fonds, sei es passive Fonds, der ist natürlich essentiell in der heutigen Zeit, um seine Portfoliorisiken zu verstehen. Also sprich, auch wenn Sie fünf Indexfonds kombinieren, heißt das nicht, dass Sie ein gutes Portfolio haben. Stress im Finanzsystem, auch das ist ein Aspekt. Sie wissen, wir schauen uns das laufend an. Wir schauen hier auf die Stressindizes, die von den nationalen Notenbanken berechnet werden. Einerseits für die USA, andererseits für natürlich auch für Europa. Die sind momentan relativ unauffällig, aber ich habe Ihnen das trotzdem mal hier mitgebracht, quasi einen Ausschnitt. Hier geht es um die Ausfallversicherung für den europäischen Bankensektor. Und da sehen Sie schon, da sind wir von einem sehr, sehr niedrigen Niveau jetzt wieder angestiegen. Klar, die europäischen Banken haben natürlich auch Geschäftsbeziehungen in die Türkei. Wenn es da zu Problemen kommt, dann könnten Kredite abgeschrieben werden müssen. Vielleicht auch allgemein ein Ausdruck der Unsicherheit nun mit dem Brexit. Auch das wird man sehen. Aber grundsätzlich muss die Maßgabe natürlich schon sein, sich den aktuellen Stress und den Zustand des Finanzsystems sich regelmäßig anzuschauen. Momentan kann man festhalten, dass alles auf einem Niveau, was noch keine besonderen Maßnahmen erfordert, aber man muss es im Blick halten. Kommen wir zu den Gedanken zur Portfoliokonstruktion und das wirklich ein sehr deutliches Bild. Sie sehen hier mal Aktien verschiedener Regionen. Hier in Türkisblau sehen wir die USA, da sehen Sie 9,2% plus im aktuellen Kalenderjahr und hier unten Aktien Asien in diesem Pink minus 8%, also sprich ein Delta von 17%, was wir hier sehen. Also das ist natürlich schon eine Hausnummer. Ja, also wenn Sie 10% in US-Aktien investiert haben, dann haben Sie 0,9% positiven Effekt aufs Portfolio. Haben Sie 10% in die Schwellenländeraktien hier in Asien, haben Sie minus 0,8. Und das Delta ist dann eben schon eben auch eine Hausnummer. Und dann sehen Sie auch hier Europa so ein bisschen im Mittelfeld, gemessen am Stoxx Europe 600 und Aktien, sorry, die Aktienwelt sind natürlich im Mittelfeld, weil klar, da sind fast 60% USA und Nordamerika drin. Das hat es hochgezogen, aber Aktien Europa, Sie sind hier gemessen am Stoxx 600, minus 1,8%. Also vereinfacht gesprochen, ohne USA war in diesem Jahr kein Geld zu verdienen. Und wenn Sie nur in den USA zu wenig Technologie drin hatten, weil Sie eben eher auf Value gesetzt haben, also auf Substanz, weil Ihnen die Internet- und datenabhängigen Geschäftsmodelle zu ambitioniert bewertet waren, dann haben sie in diesem Jahr am Aktienmarkt keinen Ertrag generieren können.
Man sieht das hier nochmal auch relativ deutlich, die Differenz auf globaler Ebene zwischen den Wachstumswerten und eben den Substanzwerten. Und da wird eben auch nochmal diese Differenz deutlich. Sie sehen das hier mal gut dargestellt. Im Wachstumstitel hängen Substanzwerte momentan ab. Und das ist eben auch nochmal ein Aspekt, den wir uns klar machen müssen, dass wir eben in den Kapitalmarktindizes, wenn Sie jetzt einen DAX betrachten, einen S&P 500 oder auch einen Euro Stoxx 50, die sind eben marktkapitalisierungsgewichtet. Also die Unternehmen, die eine hohe Marktkapitalisierung haben, haben deswegen eine hohe Marktkapitalisierung, weil ihre Börsenkurse natürlich sich positiv entwickelt haben. Das heißt, auch die Indizes haben eher momentan im historischen Vergleich eher einen Fokus auf Wachstumswerte, ja, weil sie eben sehr, sehr gut gelaufen sind, sind natürlich ohnehin eher großkapitalisierte Werte, weil klar, ein DAX hat im Vergleich zum SDAX natürlich die großkapitalisierten Werte. Also man sollte sich klar machen, in der Portfoliokonstruktion neben der Streuung auf verschiedene Regionen ist natürlich auch die Streuung innerhalb der Region auf verschiedene Anlagestile, also Wachstumswerte und Substanzwerte wichtig. Und nur weil Wachstum jetzt gelaufen ist, sollte man da nicht hinterherlaufen, sondern ein sauberes Portfolio sollte sowohl Wachstumstitel als auch Substanzwerte enthalten. Wer hier einfach momentan in Indexfonds investiert, der sollte vielleicht ein bisschen Wachstumstitel beimischen, um insgesamt aus der Kombination eine vernünftige Mischung zu haben. Auch das habe ich Ihnen nochmal mitgebracht. Geht ja auch darum, habe ich einen offensiven Anlagestil im Aktiensegment oder einen defensiven Anlagestil? Auch das habe ich Ihnen hier mal mitgebracht, was Sie hier sehen. Das ist der MSCI Europe, also quasi der DAX der europäischen Aktien, relativ gut diversifiziert, über 250 Aktien drin, also beispielsweise ein deutlich besserer Index von der Anzahl und der Konstruktion in der Breite der Titel als der DAX 30. Dann sehen wir hier einen Fonds, der bewusst auf Aktien mit defensiven Aktienqualitäten setzt, also Aktien mit guter Bilanz, mit guten Bilanzwerten und vor allem auch mit einer Schwankungsbreite, die unter dem Marktdurchschnitt liegt, und das Ganze auch nochmal von der Anlagestrategie abgebildet als passiven Fonds, also quasi Aktien mit geringerer Volatilität als der Gesamtmarkt, nicht aktiv gesteuert durch einen Fondsmanager, sondern passiv abgebildet nach einer regelgebundenen Logik. Und Sie sehen es eben auch schon hier, es gibt nicht den einen Aktienmarkt, wir haben unterschiedliche Regionen, wir haben unterschiedliche Stile, wie beispielsweise Value oder Growth, aber wir haben auch unterschiedliche Charakteristika in der Ausrichtung von Aktienfonds und Aktienmandaten, die sich eben auch unterschiedlich dann im Zeitablauf hier darstellen. Und das ist, glaube ich, auch der wesentliche Aspekt momentan. Wir haben das Thema, die Märkte sind in Teilsegmenten sehr, sehr gut gelaufen, besonders in den USA. Wir sehen ein bisschen Klumpenbildung, wir sehen Abhängigkeiten von einzelnen Branchen, einzelnen Titeln. Und nun gilt es eben, diese Abhängigkeiten zu erkennen und eben etwas breiter zu diversifizieren. Ja, meine Damen und Herren, das noch die Dienstleistung und unser Angebot für private Anleger, was wir hier für Sie tun. Unser Anspruch ist es ja, Ihr erster Ansprechpartner für vermögens- und strukturrelevante Entscheidungen zu sein. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, was wir hier momentan sehen. Analyse der Vermögensstruktur. Hier stellen wir momentan oft fest, dass private Anleger bei weitem nicht den Diversifikationsgrad, also das Maß und das Niveau an Risikostreuung erreichen, das sie eigentlich heutzutage haben könnten und auch haben sollten. Das ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, weil Sie haben es vorhin in der Darstellung der Preisblasen auch gesehen. Man ist jetzt vielleicht in einigen Segmenten sehr, sehr stark in Richtung niedrige Zinsen positioniert, also sprich Immobilien, Gold, Anleihen mit sehr langer Laufzeit. Dann haben Sie zwar per se drei verschiedene Vermögensklassen, aber die sind doch alle sehr, sehr stark vom Zins abhängig. Und wenn es hier zu einer Überraschung beim Thema Zins kommt, dann leiden alle drei Segmente gleichzeitig. Also muss man sich fragen, hey, was kann ich denn ergänzen, um von steigenden Zinsen zu profitieren? Das können im Anleihebereich Anleihen mit variabler Verzinsung sein. Das können zum Beispiel auch im Aktienbereich eher Substanzwerte sein, weil die natürlich von steigenden Zinsen profitieren, wie beispielsweise Banken, die momentan eher als Substanztitel einzustufen sind. Und so haben wir eben diese verschiedenen Stellmöglichkeiten in der Gesamtportfoliostruktur A zu ausbauen, das Ganze auszubalancieren, auch innerhalb der Vermögensklassen eine entsprechende Mischung vorzunehmen.
Ja, meine Damen und Herren, ich würde an dieser Stelle die Aufzeichnung beenden. Diese stellen wir Ihnen wie gewohnt im Nachgang zur Verfügung. Sie haben natürlich immer die Möglichkeit, uns entsprechend hier zu kontaktieren. Und ich darf mich bei allen für die Aufmerksamkeit bedanken, würde nun die Aufnahme beenden, sodass wir nur noch hier in die Fragerunde und Diskussionsrunde gehen können. Allen, die uns jetzt verlassen, einen schönen Abend, machen Sie es gut, bis bald, auf Wiedersehen.